Ich hasse meine Schuhe. Ich hasse meine Schuhe. Also in Schuhe. Olivia und John für Arme. Und das ist Jacqueline Weinhaus. Ja, genau. Ich habe heute Laufbotten angezogen. Die sind hässlich, aber irrsinnig bequem. Mein Name ist Deine sind hässlich und meine sind total toll, finde ich. Die sind auch hässlich. Ja. Und auch wahnsinnig unbequem. Meine Hallo, ihr süßen Puppis. Wir sind's wieder, eure Jurassica Parker und eure Jacqueline O. Weinhaus. Und wir gehen heute aufgrund der aktuellen Situation, Corona beherrscht ja die Welt, beherrscht Berlin. Und die Travestie auch. Und wir hätten heute eigentlich beide ein Booking im Schwutz gehabt. Leider musste das Schwutz auch seit gestern jetzt schließen, bis zum 19. April, wie ganz, ganz viele kulturelle Einrichtungen. Eigentlich alles hat geschlossen und wir haben keine Jobs mehr. Und damit euch nicht langweilig wird und uns auch nicht, haben wir gedacht, wir verteilen einfach Toilettenpapier an die Bedürftigen im Kiez. Genau, deshalb gehen wir jetzt mal schön in den schwulen Kiez und gucken mal, was Schwule so machen, wenn Corona herrscht. Bis gleich. Corona. Hör mal, Jurassica. Was denn? Kaufen wir eigentlich feuchtes Toilettenpapier oder herkömmliches Toilettenpapier? Wie viele Lagen? Umweltschutzpapier, also, recycelt oder flauschig mit so Duftstoff das drauf? Das ist eine schwierige Kamillenprägung, Frage. Kamillenprägung, kleinen Bärchen. Danke, Weinhaus. Ich glaube aber, wir sollten einfach das nehmen, was noch da ist. Dann nehmen wir doch einfach die Oberbekleidung bei Wollwort. Mit dem ist es ähnlich. Wir haben keinen. Wir gehen jetzt einfach mal zu Rossmange und gucken, was sie noch da haben. Und dann verteilen wir heute Wir könnten auch mit Monikas Bus reisen vielleicht. Ja, die Monika ist ja eine gute Freundin von mir. Ich fühle mich so lebendig. Weihnachts, wie viele Jobs hast du jetzt schon verloren durch diesen scheiß Corona-Kack? Alle eigentlich, oder? Ich glaube, alle. Alle. Ja, also, ich auch. Aber also, nach was rechnen wir gerade? Monatsweise? Naja, erstmal so also hier im Mai, März, April. Komm. Guck mal hier. Also ist gelbe noch die Öko-Scheiße mit Calendula. Ansonsten ist alles leer. Wir bitten um Verständnis. Aufgrund der hohen Nachfrage für Händedesinfektionsmittel gilt eine Höchstabgabemenge von maximal 3 Stück pro Person. Ja? Wir könnten mal gucken, ob es noch Sprühdeo gibt mit Alkohol drin. Dann kann man sich mit Dunst die Hände desinfizieren. Mit Dunst. Ich würde sagen, Oder hier Sprühkleber vielleicht. Heute auch. Ist der 14. März. Und Berlin ist im Ausnahmezustand. Ja, da ist doch so Mundwasser. Und dann Klopapier. Wir brauchen Klopapier. So, Klausi. Wo ist das? Das ist die Kinderpflegeabteilung. Aber Kinder benutzen auch Klopapier. Waschmittel gibt es auch keins mehr, Juristik. Gibt es auch nicht mehr. Das muss ja auch gewaschen werden. Ja, stimmt. Das muss ja auch. Ach, es gibt gar kein. Es gibt Windeln. Weil, was sollen wir uns Windeln kaufen vielleicht? Nee, aber die können wir nicht verteilen. Es gibt kein Klopapier. Wir sind noch gar nicht in der Klopapierabteilung gewesen. Achso, das war die Windel. Ja, weil normalerweise ist hier schon Klopapier. Ja, jetzt nicht mehr, wa? Klar. Ach, da ist Klo. Ja, alles leer. Alles leer. Wir könnten Windeln verteilen, Wartebeutel, Toiletten. Wir könnten Toilettenbürste verteilen. Damit kann man die Hupferze auch sauber machen. Aber warte mal, ihr könnt Klopapier. Ihr könnt doch Klopapier verteilen. Das ist übrigens Klaus, das ist mein Ehemensch. Das ist für One Wish. Wattebäuschen. Oder Wattestäbchen, wenn man minimalistisch eingerichtet da ist, kann man mit dem Wattestäbchen die so in die Puperze einfach nur so von innen die reinigen. Oder hier. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen alles mit, was wir bekommen können, um uns den Arsch sauber zu machen. Natürlich, ich bargeld. Ich bin ja wahnsinnig reich. Guck mal, Schimmelstopp. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Oder einmal poolen. Oder One Wish. Also gut, wir haben jetzt kein. Wir gehen zu Rewe. Hier gibt es kein Klopapier. Ja. Die können wir zerschneiden. Klausi, wir rennen einmal kurz durch. So. Alles leer. Alles leer, Weinhaus. Alles leer. Wir sind schnell hier durch. Guten Tag. Danke. Weinhaus.
Tja, also für die nächsten 6 Wochen habe ich insgesamt 7 Jobs verloren, was eine riesige finanzielle Einbuße ist. Und ich glaube, da bin ich nicht die einzige Künstlerin, sondern sehr viele andere Künstlerinnen, Kleinkünstlerinnen und Kunstkünstlerinnen in Berlin erleben gerade das Gleiche. Aber ich persönlich hätte das niemals abschätzen können, dass so ein Virus so viel Einfluss hat auf unsere Wirtschaft, auf unsere persönlichen auch Einkünfte. Das hätte ich nie gedacht. Und ich habe mir auch immer gedacht, der einzige Virus, der einen schwulen Körper überlebt, ist der HIV-Virus. HIV-Virus, genau. Ich meine, die fahren sich ja so viel Mist rein. Das ist so eine schlimme Umgebung für Viren. Die können gar nicht krank werden, aber... Es ist doch so. So, und jetzt werden wir alle arm. Also ich war gestern bei meinen Eltern und die haben fast so Tränchen in den Augen gehabt, weil sie jetzt schon wissen, die nächsten 3 Monate verdiene ich eigentlich gar kein Geld. Wir werden mal gucken, wie es war. Oh, Sonne. Toll, das ist ja genauso wie mit dem Gehirn. Aber du hast auch mehr Bazillen in deinem Mund als am Hintern. Also ich glaube, an meinem Hintern sind so viele Bazillen. Und in meinem Kopf sind so wenig Gehirnzellen. Das stimmt gar nicht, du bist ein sehr schlaues Mädchen. Danke, was habe ich jetzt produziert? Du bist ja auch meine Tochter. Naja. Wie naja? Major Jessica, in meiner Freizeit denke ich ja immer viel nach. Ach was. Und jetzt habe ich unendlich darüber nachgedacht, dass wohl die weibliche Form von Adonis ist. Annette. Wir waren ja bei Revanche und bei Rosmanche. Ja. Und wir haben kein Klopapier gefunden. Wir haben uns zuerst gedacht, wir bringen vielleicht Wattestäbe mit oder Mundspülung. Ich würde sagen, wir warten jetzt überall. Ich sage jetzt einfach mal, wir gehen zu Edeka am Neuendorfplatz. Du meinst Edeka? Edeka. Es gibt natürlich ganz andere viele Supermärkte, wie zum Beispiel Aldi, Netto, Lidl. Der hat ein englisches Auto da drüben. Der dealt. Meinst du, ist ein Dealer? Mhm. Wir sind gerade in der Bülowstraße. Die Bülowstraße führt vom Bülowbogen zum Neuendorfplatz. Das heißt Bülow Street. Bülow Street, ein paar Hüttenbühl. Und wir gehen jetzt nämlich gleich zum Neuendorfplatz. Das ist der Schwulenkiez in Berlin, meine Damen und Herren. Und müssen wir rüber, ne? Exklusivgeschlechterinnen. Wir gehen hier mal rüber. Rückwärts vielleicht? Rückwärts? Ja, rückwärts laufen wäre toll. So, bitte. Aber sexy. Das ist so fashion, ne? Und dann gehe ich so die Straße lang und dann sehe ich so eine steile Alte da an der Mauer stehen. Und dann gehe ich da hin und dann fasse ich deine Titten. Oh. Riecht das da stark? Wo denn? Ach, meint ihr die Pfütze da oder was? Also hier ist eine Pipi-Pfütze. Wir wohnen halt hier einfach sehr hochwertig. Oh nee, das ist voll gefährlich. Warum denn? Siehst du den Verkehr? Ja, weil der ist doch gleich wieder rot und dann kann man über die Straße gehen. Der hat gewunken. Jetzt aber Pronto. Oh, Achtung, Fahrradfahrer. Es war ein Gessig. I want to ride my Gessicle. I want to ride my gay. I want to ride my Gessicle. I want to ride it where I like. Clue paper. Yes. Wir dürfen das wieder nicht filmen, wir machen es wieder heimlich. Filmst du überhaupt noch? Natürlich filme ich. Bitte. Ja, ich filme. Sicher? Ja, ich bin sicher, das, ne? Bist du was sicher? Ich bin ja was sicher, du, hör mal. Ich brauche schon Blumenerde. Blumenerde muss... Oh, hier riecht es aber auch ganz schön nach Pup, ne? Wilde Popo, wie Jessica? Das klang so. Hamsterkäufe. Corona, Hamsterkäufe, Corona. Guck mal, alles leer. Da waren bestimmt Tortenböden. Ja, gerne. Passt du da rein? Und mein Foto, bitte. Ja, super. Ich hab kein Handy dabei. Okay. Wir machen ein Foto. Entschuldigung. Wenn es kein Klopapier mehr gibt, dann kannst du Transen kaufen, nicht? Transen kaufen, ja. So, warte mal.
Ich weiß gar nicht, wo die ist. Das sieht toll aus, weil ich möchte mich da auch noch mal reinlegen. Nein, doch. Du nicht. Sehr schön. Aber 1,19, ne? Ja, ich möchte da auch noch mal rein. Ja. Noch? Na ja, ja, ja. Willst du jetzt wieder rausgehen? Ja. Ich möchte auch noch mal da rein. Oh Gott. Bitte. Oh Gott. Warte mal. Du passt da doch gar nicht rein. Wenn die Weihnachts so da reinpasst, dann kann ich da auch. Ach was. Dann musst du mal ein Foto machen. Ja, weil du musst ein Foto machen. Ich hab kein Handy dabei. Ich habe jetzt ein neues Handy. Handy? Das Handy, da kann man Bilder, du hör mal. Guck mal, das ist eine Preisspanne von 1,09 bis 69 Cent. 1,35? Da hinten ist 1,09 da vorne. Ach so, aber warte mal. Jetzt komm da raus. Mein Gott, wir brauchen doch Klopapier. Wir brauchen noch Klopapier. Ja. Okay, wir brauchen Klopapier. Jurisika? Ja. Ich glaube, zur Not können wir auch einfach Weißbrot verteilen. Weißbrot. Guten Morgen. Guten Morgen. Kein Zucker aufnehmen, damit kann man das aufsaugen vielleicht. Damit kann man auch die Kacke aufsaugen, das stimmt, ja. Bitte schön. Mach ich doch gleich mal. Können wir bitte erstmal zu Ende drehen? Wir müssen teasern. Ja, vielleicht. Oder ist der Katze? Da ist wieder alles leer. Das ist alles. Wir brauchen Klopapier. Es ist kein Klopapier da. Da ist Klopapier. Nee, nur Küchenrolle. Küchenrolle will ich nicht verteilen. Das ist so Substanz. Das ist nur Küchenrolle, ne? Wir gehen zum Hotel. Wir gehen zum Hotel jetzt. Ja, gut. Scheiße. Ich muss doch scheißen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Jetzt war der Pascal. Das ist Toller, wenn man hier auf die Bildzeitung kaufen. Zum Arsch abwischen, ja, stimmt. Und das Manierchen wieder über. Ach so. Jetzt wurden wir gerade aus dem Ladengeschäft. Aus dem Ladengeschäft, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, wie bei Lord Voldemort. IDK. Ja, IDK, da wurden wir jetzt rausgeschmissen, weil wir dürfen natürlich dort nicht ohne Genehmigung drin Aber filmen. Aber was hat der Türmann von dem externen Gewerk das gesagt? Das dürfen wir nicht sagen, weil doch, dann wird mach doch, was er wollte, hat er gesagt. Genau, der war sehr nett. Ich werde es trotzdem online stellen und wenn ich dann verhaftet werde, bin ich wenigstens vor Corona geschützt. Siehste. Ich mach, ja. Ciao. Bye. Mein Hoden ist verrutscht. Dein Hoden ist verrutscht, zeig mal. Sieht man Hast gar nicht. Hast du gerade Upskirting gemacht, Jurassica? Ich bin halt sowas von sexistisch. Willst du mal von oben rein filmen? Ja, dann ist es nämlich Downblousing. Geil. Geil. Das rein. Sachsenhof ist nämlich das Hotel, wo Klausi arbeitet. Und da kann man immer schön aufs Klo gehen. Hallo Ulrike. Hallo Ulrike. Wir filmen dich nicht, Ulrike, keine Sorge. Wir sind jetzt gerade bei Klausi im Sachsenhof und sitzen hier schön im Frühstücksraum. Und ich habe ein Würstchen bekommen von Klausi Weiners. Du auch, ne? Vegan. Das ist ein veganes Würstchen. Das ist wie lecker. Ist das köstlich? Habt ihr Salz? Das sind Würstchen schon drin. Nicht genug. Ja, du bist ja vielleicht so. Ja, im Alter schmeckt mir das nicht mehr so. Das stimmt. Was ist eigentlich ein Nada-Durchfall in weiblich? Eine nette Würstchenkette. So, wir gehen jetzt hier im Hotel ins Mädchenklo. Und dann zeigen wir euch jetzt nämlich mal Corona-intensiv aufbereitet, wie man sich richtig die Hände wascht. Also hier gibt es erstens ein automatisches Raumduft- und Desinfektionsmittel. Ja. Für Personen. Ja, gut, mach das bitte weg jetzt, ja? So, Weiners, du machst jetzt mal und ich singe für dich. 1, 2, 3. Hey. 1, 2, 3.
Hände waschen. Habe ich was in der Zähne? Hände waschen. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Weinhaus. Happy Birthday to you. Jetzt andere an. Happy Birthday to you. Mir ist auch so heiß. Happy Birthday, liebe Weinhaus. Happy Birthday to you. Kein frei wie nix, Alter. Reicht jetzt auch. Ja. Ja. Wie ist die mit dem Ellenbogen? Nein, nicht. Weinhaus, bitte. Sind nur so zwei. Jetzt Robbe. Robbe? Seehund, Seewolf, Seeleopard, Seefinger. Ach so. Ich desinfiziere noch meine Hände. Ach so. Mach mal. Weil ich gerade noch meine Hände desinfiziere, Jurassic, ja. Muss ich die Spenderrolle mit den Oberschenkeln ach so. Halten. Ach so, Wir werden jetzt nämlich Klopapier verteilen. An Klopapier eigentlich? Ja, an Passantinnen und Passanten. Und zwar aber nur einzelne Blätter, weil wir haben ja nur eine Rolle bekommen. Ich möchte gerne jetzt Klopapier verteilen. Guck Sie mal hier. Sehen so aus, als würden Sie gerne Klopapier. Braucht ihr Klopapier? Wir haben Klopapier. Ja? Oh ja? God, thank you. Yeah. I'm so just glad. In case, so many you know, Corona shutdown. It's very important for you. Ja? Just use it. And always say, take a condom. Ja? Yeah. No toilet paper for later, maybe. Kein toilet paper. When the crisis kicks in, maybe for your drugs. Oh, Jurassic, was denn? Hutgeschäft. Ja. Oh, ich möchte einen Hut. Das ist so ein Kopf. Ja, nee, wir müssen jetzt weiter Klopapier verkaufen. Das machst du sehr gut, ich filme dich dabei. Das machst du sehr gut, Weinhaus. Ich glaube, sehr schön weggeholt. So, jetzt an die Passantinnen bitte wieder. Guck mal da kommt jemand. Möchten Sie vielleicht Toilettenpapier? Das ist Corona-Shutdown, sehr wichtig. Nein, Sie möchten nicht. Aber die spült gar nicht. Oh, die Sonne ist aber wirklich hier gerade wieder sehr intensiv. Sommersonne, Ferien, Sommersonne, Toilettenpapierlaune. So, da weiter geht's. Toilet paper for later, maybe, sweetie. Corona-Shutdown, you need some toilet paper. Ja. Guck mal, die beiden brauchen auf jeden Fall auch Toilettenpapier. Wir sind erwachsene Homosexuelle, die brauchen Toilettenpapier. Corona-Shutdown, ihr braucht Toilettenpapier. Okay. Ganz, ganz wichtig. Ja? Ja. Viel Spaß, viel Freude, nicht zu viel benutzen. Ausbürsten und nochmal benutzen. Ja. Tschüss. Dankeschön. Ausbürsten ist gut, oder? Ausbürsten ist gut. Toilettenpapier, Corona. Ja, braucht ihr bestimmt. Guck mal, der Herr von Berlin braucht auch noch ein bisschen hier. Ja, Ordnungsamt, du hast genug. Na ja, gut, weiter geht's, danke. Ach, wir müssen ja zur Butcherei, müssen wir auch wieder, ne? Aber wir dürfen ja drinnen mal nicht filmen, aber wir machen das jetzt einfach trotzdem. Der Lindinger ist selber da. Ja, der Lindinger ist gar nicht da, das ist der gar nicht. Das ist der gar nicht. Hi. Ich weiß, ich filme nicht. Ich mach hier so. Verdammte Scheiße. War das nicht der Lindinger? Nein, es war nicht der Lindinger. Und der wollte auch nicht. Nein. Die wollen keine. Guck mal, die beiden Spulen waren schon viel. Ich mach mal doppelte Ladung. Doppelte Ladung. Toilettenpapier für later, maybe. Corona-Shutdown, ihr braucht unbedingt Toilettenpapier. Ja, Nudeln kommen nachher noch, ja? Guck mal da, die brauchen auch Toilettenpapier, ganz wichtig. Die brauchen Toilettenpapier. Wir müssen doch auch an unsere Spulen denken. Braucht ihr Toilettenpapier? Wir haben Toilettenpapier, braucht ihr welches, ja? Gut. Ja, we care about you. We care about you. Use it twice, brush it out. Some noodles. Some water, both sides at least. Maybe Corona baby. Corona baby, yeah. Hello, Corona for everybody. Bye, enjoy your life. It's a group thing. It's a group thing.
Oh, guck mal hier, wie geschmackvoll die Röstung ist. Das ist ganz süß, ja. Das ist ganz süß. Da kommen keine Spuren mehr, da kommen nur die Mafia und die Typen, ja, die man Leute abstellen. Ja, aber das reicht jetzt auch. Da ist der Späti. Da ist der Späti und das reicht jetzt. Ich habe 5 Minuten gefilmt, das reicht. Machen wir ein bisschen was, was wir haben da vorne. Braucht ihr Klopapier? Corona? Vielleicht für morgen? Ja, ein bisschen Klopapier geht immer. Ja, naja, für spontanen Durchfall, da kann man mal. Ja? Gerne. Ja, tschüss. Kannst du ein Foto machen, bitte? Ich möchte mich auch einbumsen. Komm, jetzt hier. So. Last Toilet Paper. Immer quer. Major Jessica? Ja, was denn? Wir waren ja heute irrsinnig erfolgreich, nicht? Wir waren sehr erfolgreich und wir waren halt auch sehr nächstenliebend und sozial. Und wir haben ja heute jetzt schön Klopapier jetzt verteilt an die Bedürftigen. Und wir haben Gesellschaftsgrenzen übersprungen. Das ist das Wichtigste. Ja, ja. Und von daher mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass man auch ein bisschen was damit nach Hause nimmt, die Zuschauer und Zuschauer, dass sie halt auch merken. Du laberst eine Scheiße. Ich das stimmt. Ja, ja, gut. Und dann folgt mir auf Instagram, auf YouTube, auf Tumblr. Bin ich nicht mehr auf Twitter, auch nicht mehr MySpace. Auf Facebook und MySpace. Bis dann, ihr süßen Mäuse. Beise! Ja, ich trage dich nach Hause. Komm her. Ich wiege noch 63 Kilo. Klaus, film bitte uns, wie ich sie wegtrage. Aber ich habe noch eine gute Idee dafür. Aber vernähre ich so echt streng. Sharing is caring.